Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe gerade ein Déjà-vu, weil genau dieselbe Szene auch passiert ist, als ich das das letzte Mal gespielt habe. Ich wurde in diesem Raum von zwei Aliens mit Schockstäben. Ach nee, der hat ja keinen Schockstab. Okay. Nee, Déjà-vu vorbei. Von zwei Aliens mit, also überhaupt von zwei Aliens überrascht, dass es letztens passiert. Von daher schon ganz ähnlich eigentlich die Szene. Aber not quite the same one. Ich verballer übrigens viel zu viel Munition eigentlich von diesem Desintegrator. So, immer schön alles reparieren. Boah, da kriegen wir nachher so viel Kohle für, ne? Das ist so krank. Ja, die rennen sowieso alle nur weg. Das heißt, die können uns schon mal egal sein. Hier mache ich mal eben einen Speicherstand, weil hier ist mir letztes Mal, glaube ich, das Spiel abgestürzt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, der fleht auf dem Boden. Irgendeiner schießt hier aber auf uns. Ach du! Jetzt spring doch da hoch, mein... Junge, bist du blöd? Jump, danke. Wo ist er jetzt? Da ist er. Huch. Ja, natürlich hält der Geschützturm extrem viel Schaden ab. Ist ja klar, weil es ja ein Geschützturm. Die sind ja bekannt dafür, dass sie sehr widerstandsfähig sind. Huch. Ei. Nein! Doch! Nicht nein, sondern doch! Hi. Oi, oi, oi. Ja, ja. Oi, 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 dich mal selber. So, was kommt jetzt? Wo rennst du hin, Junge? Jetzt bleib doch mal stehen. Kannst du nicht an mir vorbeirennen? Glaubst auch, das hat keine Folgen für dich? Oh. Ja, genau. Und der komische Typ da hinten, der stellt sich mir natürlich in den Weg, weil... damit ich den aus Versehen treffen kann. Ach, mein Gott. Jetzt rennen die hier wieder dran mir vorbei. Mann. Weißt du, ich versuche ja schon, die Arbeiter nicht zu töten, weil die nichts tun. Aber dann rennen die mir immer noch im Weg und machen es mir noch doppelt schwer. Das ist doch unfair. Oder nicht? Können die doch nicht machen. Denken die denn nicht nach? Denk doch an die Kinder. Sind doch nachher die einzigen, die auf dem Schiff noch leben. Die ganzen Typen, die mich angreifen, sind alle weg dann und tot. Und die komischen Arbeiter, die leben dann alle noch. So, ja, ich habe gelernt, oft zu speichern. Weil, wie gesagt, es ist oft genug leider vorgekommen. Bei meinem letzten Run, dass das Spiel abgestürzt ist. Bestimmt 4-5 Mal. Und deswegen speichere ich jetzt lieber extra oft, um dann nicht immer alles nachspielen zu müssen. So. Kann man hier schießen, ne? Ja, wir könnten jetzt auch einmal aufs Ödland schießen. Ich zeig mal, wie das aussieht, aber ich glaube nicht, dass ich das speichern werde. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut wäre. Wenn wir aufs Ödland schießen. Ich habe das Gefühl, irgendwie... dass das ein freundlicher Ödlandwanderer nicht tun sollte, aufs Ödland zu schießen. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Das lade ich dann aber trotzdem. Weil da unten breitet sich jetzt schon was aus. Wir können das jetzt auch, glaube ich,
nochmal machen, ne? Die gehen mir ja schon dezent auf den Sack. Ja, wir können aufs Ödland schießen, aber wie gesagt, ich lass das mal lieber. Weil, ja, das ist dann doch eher uncool. Ich glaube zwar, das bewirkt sowieso nichts, wenn wir aufs Ödland schießen, aber wir machen es trotzdem nicht. Und sollte es irgendwas bewirken, was mir vielleicht auffällt, was vielleicht weg ist zum Beispiel, was eigentlich noch da wäre oder so. Oder was noch da ist, was eigentlich weg wäre oder so, weil auf meinem anderen Spielstand habe ich auf jeden Fall darauf geschossen. Dann werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. Und deswegen verpasst ihr dann da auch nichts. Definitiv. So, aber jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass hier das gemacht wird, was gemacht werden soll. Und zwar... Wie war das nochmal? Ach, genau. Wir müssen hier die Dinger hochfahren. Nummer 1. Und Nummer 2. Und die Nummer 3 können wir auch ruhig schon mal. So. So. Und so. Können wir den hier auch schon mal runterfahren. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und genau dasselbe auch für den hier hinten. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, und jetzt kommen hier gleich nämlich Aliens da hinten links aus dem Teleporter raus. Aber bis dahin ist der Todesstrahl dann schon längst zerstört. So, ein viertes Mal müssen wir noch. Ein letztes Mal. Ja, da kommen sie nämlich schon. Aber die ignorieren wir jetzt einfach mal gerade gekonnt. Zerstören das Ding hier schon mal. So. Weil sonst haben wir hier nämlich gleich mehr Aliens am Sack, als wir eigentlich am Sack haben müssten. Denn, ja, die kommen neu, solange man hier rumhantiert, soweit ich weiß. Ich glaube, ich weiß nicht, ob unendlich viele kommen. Ich meine nicht, aber es kommen auf jeden Fall sehr viele. Nicht unendlich viele, aber eben trotzdem sehr viele. Und die kommen eben nicht, wenn man direkt alle vier Dinger fertig macht. Man hat zwar trotzdem hier einen Haufen Arbeit, wenn man sie alle töten will, was ich auf jeden Fall machen werde. Weil wie gesagt, die haben halt ordentlich Loot dabei, ne? Da ist noch einer. Komm her. Ja, ja, genau. Das denke ich mir doch, dass du so denkst. Hm, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, ja, genau. So, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wohnquartiere. Oh Gott, ich weiß, was da kommt. Ich kann euch sagen, das wird nicht lustig. Zwar ganz und gar nicht lustig. Ja, ihr seht's schon. Die wieder. Ich glaube, der hat uns gesehen. Ich finde die irgendwie eklig. Ich meine, die sind bei Weitem leichter zu besiegen als die Aliens, aber ich finde die trotzdem irgendwie eklig. Immer noch. Ich finde die total widerlich. Mann. Ich will nicht, dass die hier sind. Mach, dass die weg sind. Oh, wir sind überlastet. Ja, das heißt wieder Leute, genau. Wieder Leute reparieren. Mhm. Du solltest ins Bett gehen, Tim, und schlafen. Und nicht irgendwie hier zocken. Wobei es ist, also nicht, dass es irgendwie spät wäre oder so, aber ja,
ich sollte vielleicht doch nicht wach sein. Okay, den Destabilisator können wir auch mal gerade reparieren. So, jetzt ist der doch auch wieder in gutem Zustand. Wundervoll, wunderbar, wunderbar. Perfekt. Hi. So, komme ich hier vorbei? Irgendwie nicht so ganz. Aua. Ja, genau. Diese blöden Geschütztürme, weißt du? Haben auch nichts anderes zu tun, als mich abzuschießen. Why you don't mind your own business? Geschütztürme. Oh, cool. Schlafquartiere. Hammermäßig. Ach, und hier legen sich die kleinen Aliens dann rein, oder was? Hier mit dem Kopf, oder was? Kopf guckt dann da oben raus, oder wie? Habe ich mir das vorzustellen. Komm, wir versuchen das einfach mal. Schnappen uns mal so einen hier. Na komm mit. Als ob du so schwer bist. Anscheinend sind die wirklich so schwer. Jetzt. Zieh. Genau. Zieh ihn hier rüber. So ist brav. Genau. Ja. Noch ein Stückchen. So, da kannst du erstmal liegen bleiben. Machen wir mal auf hier. Kann er den denn hochheben? Oder kann er den wirklich nur ziehen? Ja, er kann ihn auch hochheben, so gerade. So, jetzt hoch mit dir. Komm schon. Einmal hoch. Und hoch. Hoch. Oh, als ob die so viel wiegen. Mein Gott, jetzt heb den doch da rein, das Scheißvieh. Ich will den jetzt da drinne haben. Das sehe ich doch überhaupt nicht ein. Kann ich den nicht am Bein hochheben oder so? Irgendwie. Stecke ich ihm halt das Bein da rein oder so? Na komm. Jetzt komm, weg da. So. Jetzt ziehe ich den einfach am Bein. Dann ziehe ich den da so rein. Pass mal auf. Jetzt nehme ich den hier am Schlawittchen. Das kann doch nicht jetzt... Ach, fick dich. Dann bleib halt neben dem Bett liegen, wenn du dich so anstellst. Wunderschön, diese Explosion. Ne, hier war ich ja eben. Wunderprächtig. Ist hier denn noch irgendwer? Also hier ist auf jeden Fall eine private Kiste, vermutlich. Ein privates Kistchen von einem der Aliens. Jop, 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 jop. Aber da ist auch nichts drin. Sag mal hier. Hier müssen doch irgendwo Alien-Kristalle sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ah, hier sind ein paar Alien-Kristalle drin. Aber auch nicht sonderlich viele. Ich gehe nochmal hier nach unten. Hier gibt es bestimmt auch noch Kisten. Oder auch nicht. Gibt's hier Kisten? Auch nicht. Gibt's auch keine. Und hier ja dann sowieso nicht. Ah, aber hier gibt's einmal so ein... Weiß nicht, was war das jetzt? Biogel oder Explozidharz? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. So eine komische Hilfsdrohne. Wo geht's denn hier rum? Hier geht's noch irgendwo lang. Krass. Ich halt einfach drauf, ja. Weg mit dem scheiß Geschützturm. Wo sind wir hier?
So, einmal die Geschütztürme entfernen. Toll, jetzt liegen die ganzen Kristalle hier irgendwo rum. Nur nicht da, wo wir sie brauchen. Das ist auch wunderschön. Oh, jetzt kann ich die hier alle vom Boden sammeln. Ach, komm halt's Maul. Mein Gott. Ich hab's doch gehört. Warte, der da kommt schneller weg. So. Meine Fresse, jetzt stirbt doch einfach. So, liegt hier noch irgendwas? Keine Alien-Kristalle, nichts, nein, nada, niente. Okay. Was? Nun, ich hab doch gerade die Geschütztürme zerstört. Warum war der jetzt noch da? Okay, der ignoriert uns irgendwie. Ist gut für uns. Natürlich. Okay, da hätten wir auch durchgehen können. Sind wir natürlich nicht. Obviously. Irgendwie glaube ich, dass der uns gesehen hat. Ist mir jetzt aber gerade egal. Hat der uns gesehen? Ich hoffe mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass der uns hinterher rennen wird. Der wird uns nämlich überhaupt nicht finden. Ich gehe jetzt erstmal hier durch die Tür. Ich will nicht mal gerne wissen, was hier ist. Ist ja bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Wir sind schon wieder überlastet. So, dann werde ich nochmal eben hier, ne? Ihr wisst es doch alle. So, reparieren die auch nochmal miteinander und den kann ich jetzt nicht mehr reparieren, okay. Alles klar. Wo bin ich denn jetzt hier? War ich hier schon? Oh! Toshiro Kago. Okay. Das ist auch gut. Netter Kerl auf jeden Fall. Ach, der ist mir so sympathisch. Ich meine, seht ihn euch an. Er tötet die ganzen Aliens hier. Netter Kerl, netter Kerl. Ja, ja, ja. Ich spoilere euch schon mal, ich werde ihn töten müssen. Ich will nämlich sein Schwert haben. Sein Schwert und seine Klamotten will ich haben. Deswegen werde ich ihn leider töten müssen. Irgendwann, später. Ich weiß noch nicht wann. Irgendwann. Das heißt, er wird leider nicht überleben. Das tut mir sehr leid für die Leute, die vielleicht auch ein großer Fan von ihm sind. Weil ich mag ihn eigentlich total gerne. Aber wie gesagt, seine Rüstung und sein Schwert sind einfach total geil. So wie Paulsons Klamotten halt auch ziemlich geil sind. Aber ist ja auch egal. Wir müssen jetzt weiter. Und wir haben ja eben schon die Scheußlichkeit da gesehen. Herrlich. Ich finde die auch überhaupt nicht eklig, die Viecher. Wir nehmen den Black Hawk. Da hinten ist einer von denen. Ich glaube, der hat uns gesehen, oder? Wenn der so auf uns zeigt. Hat ihm aber auch nichts genützt. Zumindest nicht viel. Ich finde das so eklig, ne? Aua. Was fällt dir ein?
Ich blass dir das Hirn weg. Aber ich rieche es förmlich, dass hier noch einer rumrennt. Die schreien ja zum Glück immer, wenn die einen sehen. Und dann weiß man immer, dass man entdeckt wurde. Hier rennen auf jeden Fall noch mehr rum. Pass mal auf, da hinten ist noch einer. Da ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Wo ist er? Da kommt er jetzt raus. Er hat uns nicht gesehen. Oh, da guckt er traurig. Was ist mit ihm? Wird er uns sehen? Was meint ihr? Wie er läuft. Diese Arme sind doch so lang. Ach, eklig. Dass wohl mutierte Menschen sind? Hm. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber andererseits... Ich meine, die Aliens haben so viele Menschen eingefangen und wo sind die geblieben? Die haben die ja nicht einfach getötet und dann irgendwo weggesperrt oder weggeschmissen oder so. Die werden ja irgendwas mit denen gemacht haben. Und in dem Sinne... Ich könnte mir irgendwie schon vorstellen, dass es mutierte Menschen sind, alleine schon von dem Kram her, was die dabei haben, weil... Ja, der hat jetzt Biogel der Aliens dabei, okay, aber die anderen von denen, die hatten ja teilweise... Ja, was hatten die dabei? So Kronkorken mit Mundharmonika. So, wir sind vor der Brücke. Das heißt, jetzt geht's richtig ab. Wir werden unserem Captain hier direkt mal von hinten eine Kugel in den Kopf jagen. Und den anderen dann bei der Gelegenheit auch direkt mal zeigen, wer hier von denen das Schiff übernimmt. So, das wird's auf jeden Fall noch nicht gewesen sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ah, da sind doch schon die Nächsten, ich sag's ja. Der hier natürlich ohne Schild. So, und du... Ich habe ein bisschen Probleme mit der Nase, das hört man bestimmt schon. Im Moment ist so ein bisschen, ja nicht Schnupfen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Fühlt sich eklig an. Oha, ein riesiger Alienkopf. Jetzt bin ich mal gespannt, was das zu sagen oder zu bedeuten hat. Ob das wohl eine Morddrohung oder sowas ist? Ich habe es jetzt einfach eingesammelt. Hier liegt unser Captain und von unserem Captain... Ich kann den Pip-Boy nicht öffnen. Okay. Heiliger Bimbam, was war denn das? Wow! Sieht ja aus wie die Brücke bei Captain Cosmos. Soma, du stellst dich da drüben hin. Elliot dort. Ich darf den Todesstrahl betätigen. Holy shit. Was für ein Schiff, bitte. Und wie reich wir bitte sind, Alter. Ich komme darauf nicht klar, ne? Diese ganzen Elektroschockstäbe und sowas, die wir haben. Und wir haben jetzt die Seitenwaffe des Captains. Die werden wir gleich auch mal ausprobieren. Die ist nämlich extrem stark und geil. Aua. Dankeschön, Sally. So. Deswegen bediene ich den Todesstrahl und nicht du. Wir müssen halt nur immer warten. Genau, bis der Knopf hier wieder hell leuchtet. Und dann können wir schießen. Ich hätte nie zu träumen gewagt, dass ich sowas einmal tun würde. Wir gehen jetzt mal voll auf die Kraft in unserem Todesstrahl.
So, jetzt sieht man nämlich auch, dass hier die Leben sinken. Das hier sind nämlich die Leben von dem gegnerischen Schiff praktisch da hinten. Scheiße, sie haben das Triebwerk erwischt und uns den Saft abgedreht. So, jetzt zeige ich mal, was die Seitenwaffe des Captains so kann. Ja, ich treffe ihn nicht richtig. Das ist das einzige Problem. Das Ding ist schon ziemlich stark. Nicht so stark wie der Alien Blaster leider. Aber trotzdem schon ziemlich gut. Wir müssen halt nur aufpassen, dass zum Beispiel Soma und so nicht sterben. Das wäre jetzt ziemlich suboptimal. Deswegen ist das schon gut, wenn die ganze Zeit auf uns zielen. So, einmal zwischenspeichern eben. So, ich bin wieder überladen, ist ja klar. Bei dem ganzen Stuff, den ich hier gerade einsacke, ey, meine Fresse, das ist so krass. Es ist einfach richtig krank, was wir hier an Sachen mitnehmen. Ich glaube, wenn man sich vorstellt, 11 mal 455, das ist schon ein bisschen Geld, ne? Und das ist ja nicht alles. Wir haben ja noch die ganzen Desintegratoren, die bringen ja auch nochmal massig Kohle. Deswegen, wir sind schon ziemlich reich nachher, so viel kann man sagen. So, wir müssen eigentlich nur die vier Knöpfe hier am Rand drücken. Und dann ist der Todesstrahl schon wieder einsatzbereit. So, jetzt können wir nämlich wieder... Bams! Man sieht auch immer daran, wenn das Schiff flackert, dann weiß man, man hat getroffen. So, jetzt einmal bitte leuchten. Dankeschön. Und noch ein. Komm. Noch ein. Zwei Leben hat's noch. Komm schon. Bams. Noch ein. So, ein Strich noch. Zwei Schüsse, dann ist es down. Na komm. Ein Schuss noch. Ein Schuss noch. Los, 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 los. Willkommen auf Level 30. Oh, krass. Level 30. What the fuck? Ja, stimmt, ich hatte das Level up ja schon. Ah, das ist ja... Oh, wunderbar. Freue ich mich. Oh, da freue ich mich jetzt drüber. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Nice. So, was kriege ich denn jetzt alles noch hoch? Mal gucken. Das kriege ich noch auf 85. Das kriege ich auch noch auf 85. Oh, Sprengstoff ist wichtig. Moment. Sprengstoff, 83, 83. Ja, aber das ist über 80. Das wird schon irgendwie passen nachher alles. So, weil das ist unser letztes Level. Wir haben unser Max-Level erreicht und haben natürlich noch nicht alles auf 100%, weil wir natürlich noch einige Fertigkeitsbücher einsammeln müssen. Auch für Medizin und sowas. Ich glaube, ich werde mal hier lieber noch schnell... Oder? Nee, komm. Nee, komm. Wir lassen den mal hier. Bei Schleichen den Punkt. Ach, Feilschen ist ja auch nur auf 80. Ach, warte. Nee, dann kriegt Feilschen lieber noch hier einen Punkt. Und genau, von Waffenlos kommen dann auch noch welche runter. Zwei. Dann haben wir nämlich hier 83. Hier, wie gesagt, hier bei große Waffen, da können wir ja unendlich viele Bücher bekommen. Deswegen ist das halb so wild. 83, 83, 83. Das ist wunderbar so. Perfekt. So werde ich das jetzt mal übernehmen. Und dann wählen wir fast perfekt. Wenn Sie das extra fast perfekt benutzen, werden alle Special-Statistiken sofort auf 9 erhöht. Das letzte Upgrade, was wir benutzen, ist fast perfekt und damit können wir danach die ganzen 7 Wackelpuppen einsammeln, um danach alles auf Stufe 10 zu bekommen. Fertig. Und ein wunderschöner Endscreen für dieses Add-on. Add-on, nicht Add-on. Herrlich. Wie das Schiff in seine 1000 Einzelteile explodiert. Das sieht schon sehr imposant aus, auf jeden Fall. Wunderschön gemacht. Tja.
Das war's mit der Alien-Invasion, würde ich mal sagen.